Hallöle und herzlichst willkommen hier zurück in der Metro im Jahre 2033. Ja, so ein paar Leutchen rätseln gerade herum, wo die ganzen Leichen hergekommen sind und wo ihre Kameraden überhaupt alle hin sind und rennen verzweifelt hin und her. Das haben die nicht gehört und die haben mich auch nicht gesehen. Mist. Okay, sie haben mich gesehen. So ein Mist aber auch. Schade, dabei hätte es so lustig werden können. Gut, dann müssen wir ihn halt abknallen. Oder? Also irgendwie fühle ich mich auch nicht sonderlich bedroht von denen. Ich weiß nicht warum. Also die Nosalis, auch wenn sie nicht wirklich, naja, auch nicht so bedrohlich sind, sind diese Soldaten einfach noch viel weniger bedrohlich. Ich frage mich, ob ich da hin kann. Sieht irgendwie schon aus wie eine Area, wo man... Oh, da ist eine Treppe. Sehr clever von mir, nicht die Treppe zu nehmen. Oh. Okay. So ist es, Alte. So, ist die Treppe denn jetzt frei? Nein. Nein! Wollte ich gar nicht. Okay, die Balken geht mal wohl wirklich nicht kaputt. Stellt sich die Frage, ob wir da vielleicht doch noch irgendwie dann hochkommen. Wahrscheinlich hätten wir auch einfach nur durch die Fenster entflüchten müssen und da ist ein Pfeil. Ach, da können wir rein. Niemand ist hier. Niemand. Hier habe ich mir Hilfe angebildet. Der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Okay, der wartet dort. Nein, hier sind keine Kommunisten. Verdammt, jetzt wollte ich total auf Ninja-mäßig einfach vorbeischleichen, aber hey, dann halt nicht. Besten, ihr klettert jetzt alle hier hoch. Mir passiert nichts, ich bin im Ende Spieler. Wohl wissen, wo ich bin? Was ist los? Nichts. Du? Keine Anzeichen. Weiter. War doch eine nette Falle, oder? Also bedrohlich ist was anders, ne? Will ich nur mal noch mal anmerken. Ich dachte eigentlich, ich hätte mehr Leute erwischt. Ein einziges ist ja lumpig. Ich frage mich, was das eigentlich für Leute sind. Wir sind ja irgendwie so ein 16-Jähriger oder was weiß ich. Jedenfalls, wir sind nicht gerade der Stärkste. Die sind so dicke Panzer und alles. Und denken sie so, ah, give a fuck, wir lassen uns einfach abstechen. We give a fuck, bitch. So, aber weil es hier aufs Dach hochgeht, muss hier doch irgendwie was sein. Kann ja nicht sein, dass hier nur dieses eine... Ach, hier sind wir jetzt. Ach, das ist ja cool. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Soll ich das jetzt entschärfen? Wie soll ich da durchkommen?
Spiel. Okay, da hat man den ersten entschärft. Dann den zweiten. Dann hoffe ich, dass da kein dritter ist. Oh, okay, hier ist noch ein Büchchen. Büchelein, das ist gut. Aber ist jetzt hier vielleicht irgendwo ein Signalgerät oder so? Das wäre schon cool. Weil sonst denke ich alle 2 Sekunden daran, ob ich das Signalgerät schon übersehen habe oder nicht. Auch nix. Oh, verdammt, uns geht die Luft aus. Wenn es so weitergeht, dann kommen wir im Spiel nicht mehr weiter, weil wir keine Luft mehr haben. Hey, willst du mich verarschen? Mit dem hast du mich nicht erwischt. Aua. Ja, cool, lass mich noch hier reinfallen. Mach das nur. Ach. Cool. Also mit denen nehmen wir es jetzt auf jeden Fall nochmal auf. Also das gibt Rache dafür, was er uns gerade angetan hat. Ich glaube, bei dir hackt's. Verschießt natürlich jetzt sehr schön unsere ganze Munition wieder. Am besten treffen kann man ihn, wenn man entweder Pulse schießt oder wenn er direkt auf uns zukommt. Was? Oh, der muss ja Balls aus Stil haben, dass er das überlebt hat. Alte Potsau. Oh, wir sind tot. Na toll. Wunderbar, wir sind tot. Sind wir jetzt wieder? Oh, jetzt sagt bloß, wir sind wieder hier draußen. Jetzt wollt ihr mich komplett verarschen, oder? Jetzt haben wir das gerade eben so toll und taktisch hinbekommen. Jetzt sind wir aber wieder hier draußen, was? Ich kenne da auch so eine Taktik, die heißt Glitchen. Funktioniert eigentlich sehr gut. Außer dieses Mal. Nein, ich will hier raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Jetzt wäre es praktisch zu wissen, wie man sich heilt. 4 gedrückt hat, nein. 3 gedrückt hat, nein. 3 gedrückt hat, nein. X gedrückt hat, nein. Das gedrückt hat, nein. Das gedrückt hat, nein. Das gedrückt halten, nein. Keine Ahnung, wie ich mich heile. War natürlich jetzt nicht so schlau, das Ding zu werfen. Aber hey. Hey, wir haben unsere Luft zurück. Das ist ja jetzt schon mal gut. Dann können wir ja jetzt einfach dort durchpushen. Sobald ich den Eingang wieder gefunden habe. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir gestorben sind. Wer behauptet, dass ich Kommunist bin?
Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie ich da überhaupt reingekommen bin. Also meine Fresse. Vielleicht mit dem Bagger? Ne, also mit dem bin ich da auf jeden Fall nicht reingekommen, aber so können wir reinkommen anscheinend. So ist es natürlich schon viel cooler, rein durchzukommen. Also wir sind einfach der Ficker 2017 oder 2033. Es war einfach der Boss-Move, wie wir hier durchgepusht sind. Einfach der Boss. So, gibst du mir jetzt deine Muni? Wer war das? Ach, egal. Stimmt doch gar nicht. Macht euch keinen Aufwand, nur weil ich da bin. Wo genau komme ich denn jetzt eigentlich? Tue ich gar nicht. Lügner. Ich suche euch doch schon. Jetzt wäre es sehr gut zu wissen, wie man sich heilt. Ist jetzt mal ernsthaft, wie heile ich mich denn? Schwierigkeitsspar für Text Gamma. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich heile. Schon wieder? Wireless Controller. Empfindlichkeit. Rahmen. Zielempfindlichkeit. Zielhilfe. Feuereinstellungen. Achso, hier. Schießen. Kriechen. Reagieren. Waffeninventar. Medipack. Die untere Taste ist es. Okay. Verdammter Frick! Das hat jetzt gerade gewirkt wie ein COD so. So ganz easy renne ich auf ihn zu, messe ihn er so im Nachhinein, wo sein Kehl schon durchgeschnitten ist. Du verdammter Freak! Bester Mann, der Kerl. So, dieses Mal, bevor wir da hochgehen, sollten wir vielleicht diesen Freak da oben mal abknallen. Egal wie viel Ammo mir das kostet, den machen wir fertig. Den machen wir fertig, Leute. Weil wir rausgefunden haben, wo die blöde Sau ist überhaupt. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so geil, das hat schon mal einmal erwischt. Und das kann man auch nicht heilen. Also wenn man zweimal erwischt, ist man automatisch immer tot. Wusste ich Beispiel nicht. Ich dachte eigentlich, wenn ich mich heile, dass das dann nicht funktioniert.
lebt der immer noch, oder wie? Ey, was hält denn das Vieh aus? Das ist ja Wahnsinn. Ja, tot. Scheiße. Hey, wir leben noch. Wir sind aber auf der offensten Fläche der offenen Flächen. Okay, wir schaffen es, Leute. Wir glauben einfach an uns und dann schaffen wir das schon. Ich will diese Mission abschließen, du Schweinchen. Er fliegt nicht mehr so schnell. Ah ja, man sieht schon, er ist jetzt schon schwer verletzt. Er kann sich nicht mehr so gut bewegen. Aber unsere Muni geht auch zu Neige, also die nächsten Kämpfe werden nicht mehr so einfach. Wenn er jetzt einfach sterben würde, demnächst, wäre das schon sehr praktisch. Ups, fuck, das waren die letzten Schüsse, die ich hatte. Hier kann man ihn immer gut treffen, wenn er auf uns zufliegt. Nein, das wollte ich nicht. Es ist das. Nein. Das ist blöde Mist hier aber auch. Okay, die Schrotflinte hat eine gute Reichweite. Wer hätte das gedacht? Von was habe ich denn gerade überhaupt Schaden bekommen? Komm her, du Freak! Ich erwische dich noch. Okay, er ist genauso angepisst wie ich. Leute, das wird ein spannender Kampf. Die wahrscheinlich spannendste Folge, die es gibt. Yeah! Ja! 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 Da hast du's, du blöde Sau. Da hast du's. Nice. Und nun können wir unser Signal endlich abgeben. Geile Sache, Leute. Geile Sache. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. Flinke Finger, gut. Ja, da boosten wir halt jetzt mal die Trophäen, ne? Spricht ja nichts dagegen, dass wir das tun. So, dann können wir jetzt endlich dieses Signal abwerfen. Und unsere Mission fortsetzen. Oder auch nicht. Da unten sind die. Welche Drecksäcke? Gut, jetzt werden wir erstmal hier. Boah, jetzt dachte ich, da wäre eine Falle. Ich wäre da reingerannt fast. So, dann können wir uns ja jetzt endlich verziehen von hier. Die Frage ist nur, wo wir überhaupt lang sollen.
Ich versuche jetzt einfach mal unten durch eins der Hinterfenster rauszuspringen, ob das funktioniert. So sieht aus, als könnte es funktionieren. Ja, vielleicht doch, Raul, lieber nicht. Vielleicht suchen wir noch ein anderes Ställchen zum Rausspringen, ne? Mist, da können wir gar nicht raus. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Mal wieder. Hier? Die Schweinchen haben ja vorher auf uns geschossen, ne? Ah, Mist, jetzt brauchen wir schon wieder neue Luft. Der Kerl frisst mir die Luft von den Haaren. Ach, egal. Ich bezweifle mal, dass wir da einfach durch können. Mist. Schon wieder out of ammo. Okay, Moment. Jetzt klettern wir mal nochmal da aufs Dach hoch, weil darauf ist es ja hinausgelaufen, dass wir hier hochklettern. Hallo? Ich bin leicht verwirrt. Bei dem Windstoß sollte ich eigentlich keinen Schuss damit treffen können. So von der Logik her jetzt. Na gut, ich würde sagen, dann beende ich jetzt hier an der Stelle das Video. Wir haben jetzt nicht allzu viel gemacht in diesem Video. Tut mir leid, aber diese Kreatur musste bezahlen für ihre Frechheit. Und naja, dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssikowski, goodbye.